Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Der aus der DDR stammende Regisseur Andreas Goldstein ist jetzt mit über 50 Jahren doch sehr bekannt geworden. Zunächst durch seine wunderbare Romanverfilmung Adam und Evelyn, die ja gerade in den Kinos lief. Jetzt durch einen glänzenden Dokumentarfilm Der Funktionär. Klaus Gysi, am 3. März 1912 als Sohn eines Arztes in Berlin geboren. Aufgewachsen in einem linksliberalen, bildungsbürgerlichen Elternhaus. Andreas Goldstein zeichnet ein eindringliches Porträt seines Vaters Klaus Gysi, der im Widerstand war, dann in der DDR an wichtigen Positionen war, meistens im kulturellen Bereich. Er war Leiter des Aufbauverlages, er war Staatssekretär für Kirchenfragen und Botschafter in Rom. Übrigens ist Andreas Goldstein der Halbbruder von Gregor Gysi. In diesem Film gelingt es ihm, das Bild dieses Mannes zu verdichten und gleichzeitig einen tiefen Blick zu werfen, hinein in die Machtstrukturen der DDR, zu erzählen von großen Hoffnungen, von Idealen, auch vom Scheitern. Dieser Klaus Gysi war ein glänzender Rhetoriker. Er vermittelte den Menschen das Gefühl, gar nicht so ein stalinistischer Funktionär zu sein und galt sicher zu Unrecht als eher liberal. Hochinteressant ist es in diesem Film zu sehen, wie dieser Mann, ein Schwerenöter, der die Frauen sehr liebte, der als Charmeur wirklich viele Eroberungen gemacht hat, gleichzeitig niemals vielleicht zu seinem Inneren fand, niemals eine eigene Persönlichkeit voll entfalten und entwickeln konnte, eben weil er so eingezwängt war in ein System, das er selbstverständlich unterstützt hat. Ein hochinteressantes filmisches Essay und damit ein ganz wichtiger Beitrag zum Gespräch darüber, wie war diese DDR eigentlich, wie ist sie das geworden, was sie war und warum ist sie so gescheitert. Ein großartiger Film, hier belohnt mit 5 Rollen. Das bin ich, der jüngste Astronaut aller Zeiten. In meiner Heimatstadt kannte jeder meinen Namen. Alfons Zitterbacke. Alfons Zitterbacke war in der DDR ein überaus beliebter Kinderbuchheld und auch ein Kinostar. Es gab eine DEFA-Verfilmung aus dem Jahre 1966 und eine weniger gelungene Fernsehserie in den 80ern. Jetzt ist Zitterbacke wieder da, eine Neuverfilmung. In der Hauptrolle zu sehen ist Tillmann Döbler, kennen Sie vielleicht aus dem Film Zuckersand. Ein Junge, der nach wie vor gehänselt wird wegen seines Namens, der nach wie vor davon träumt, in den Weltraum zu fliegen. Anders aber als der Original-Zitterbacke ist dieser Junge eher nur tollpatschig. Es fehlt so dieses anarchistisch-chaotische, auch subversive Element. Es fehlt dieses Dauergenervtsein. Es ist eben kein Typ Straßenköter und das war der alte Zitterbacke durchaus. Besser gelungen ist dem Regisseur Marc Schlichter allerdings das Verhältnis zu den Eltern. Alexandra Maria Lara und David Striso spielen sie, überfordern diesen Jungen und das ist sehr innig und durchaus konfliktreich. Man versteht sehr wohl, wie dieser Junge darum ringt, vor allem die Anerkennung seines Vaters zu finden. Diese Szenen beißen sich allerdings mit dem grellen Klamauk in den Schulszenen. Trotzdem ist es etwas, was einen durchaus bei der Stange hält und diesem Film dann doch nochmal 3 Rollen beschert. Als Kind dachte ich, ich wäre was Besonderes. Hatte 1000 Ideen, was ich alles sein könnte. Aber seit ich erwachsen bin, ist mir klar, dass ich nur ein hässlicher Mensch bin. Der aus dem Iran stammende, in Schweden lebende Regisseur Ali Abbasim hat schon mit seinem grandiosen Film Shelley gezeigt, dass er das Horrorgenre neu erfinden kann, neu beleben kann. So auch in Border. Da haben wir eine Frau mit einem merkwürdig verformten Gesicht, eine sehr starke Frau. Und sie hat eine hervorragende Spürnase. Deshalb arbeitet sie beim Zoll. Sie kann nämlich nicht nur Drogen riechen, sondern auch die Angst der Leute. Sie ist unentbehrlich dort, fühlt sich aber sehr einsam, sehr ausgeschlossen, bis sie einen Mann kennenlernt, der merkwürdigerweise ein ähnlich verformtes Gesicht hat. Zwischen den beiden entsteht eine innige Beziehung und vor allem begreift sie durch ihn, ich bin gar nicht so besonders, ich bin nicht völlig einsam auf dieser Welt. Die Beziehung der beiden, das will ich jetzt gar nicht genauer verraten, verweist auf einen uralten Mythos und genau das ist die Stärke dieses Films, dass er psychologisch realistisch erzählt, gleichzeitig aber eben alte Mythen einbezieht und große wichtige Themen, eben die Fragen nach Dazugehören oder Ausgeschlossensein, nach Fremdsein oder Vertrauen sein. Genau für diese Fragen hatte Ali Abbasi in diesem schönen Film den richtigen Riecher. Dafür gibt es 4 Rollen und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.